Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem Video über die Forschung am Citizen Science Award. Unser Interesse an der Thematik rund ums Wetter verleitete uns dazu, uns für das Projekt in diesem Bereich zu entscheiden. Zunächst zu unserem Team. Grüß Gott, ich bin Helmut Gerling und gemeinsam mit 3 Schülern haben wir uns entschlossen, am Citizen Science Award teilzunehmen. Mein Name ist Ludwig Schopper und gemeinsam mit meinen 2 Teamkollegen besuche ich aktuell die 3. Klasse der HAK Rohrbach im Zweig Digital Business. Ich heiße Tobias Scheibenzuber, bin leidenschaftlicher Fotograf und deshalb als Experte im Bereich Foto und Video am Projekt beteiligt. Und ich bin Felix Senn. Ich werde Sie als Moderator durch dieses Video begleiten. In der Zeit unseres Projektes haben wir zahlreiche Meldungen abgegeben. Bei diesen haben wir besonderen Wert auf Exaktheit und Verwertbarkeit gelegt. Es waren auch einige sehr interessante Phasen dabei, beispielsweise der kalte April, der besonders viele Meldungen ermöglichte. Laut einer Statistik erlebten wir in diesem Jahr sogar den kältesten April seit 40 Jahren. Das Wetter in dieser Zeit war immer sehr wechselhaft und von Sonnenschein bis zum Sturm war alles dabei. Im Mai waren dann die ersten Tage sehr warm. In unserer Region wurden Spitzenwerte von bis zu 25 Grad gemessen. Danach verabschiedete sich die Sonne aber wieder und die Temperaturen sanken. Zahlreiche Regenschauer und Kältewellen prägten die Wetterverhältnisse im Mai. Im Juni stiegen die Temperaturen endlich an und der Sommer begann langsam. Die Sonne zeigte sich öfter und die Anzahl der Regenschauer ging zurück. Aber zu früh gefreut. Mitte Juni bildeten sich oft schwere Gewitter. In einigen Teilen Österreichs richtete starker Hagel fatale Schäden an. Allerdings nutzten wir die schönen Tage, um uns mit der Wirkung der Wetterverhältnisse, zum Beispiel auf einem Berg, zu beschäftigen. Dazu unternahmen wir eine Wanderung auf den Dreisesselberg. Genauere Auswertungen zu unseren Ergebnissen dieses Ausflugs können Sie über den Link in der Videobeschreibung abrufen. Wir bedanken uns abschließend für Ihre Aufmerksamkeit. Die Teilnahme am Citizen Science Award bereitete uns große Freude. Wir möchten uns auch bei unseren Lehrkräften für die Ermöglichung dieses Projekts bedanken.